Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute hier am Wochenende werden wir wieder mal ein wenig philosophisch. Und zwar geht es darum, wie geht man eigentlich damit um, wenn man mal in einem Trade größere Verluste erleidet und was kann man machen, um daraus für sich etwas Positives zu ziehen. Wir hatten ja in dieser Woche bereits schon den Trade besprochen, wo wir über diesen etwas größeren Verlust gesprochen haben, den ich im Crude Oil erlitten habe. Wobei, ich habe es euch ja im Video erklärt, letztendlich war der Verlust auf das Konto gesehen gar nicht sehr groß. Die absolute Zahl sieht erstmal für jemanden, der diese Kontogröße nicht gewohnt ist, sieht erschreckend aus. $33.000 Verlust, aber wie gesagt, aufs Konto gesehen, insgesamt war das nur ein sehr, sehr überschaubarer Verlust von weniger als einem Prozent. Jetzt ist es natürlich so, dass man sich nichtsdestotrotz ja berechtigterweise fragt, Mensch, was mache ich denn aber, wenn mal ein größerer Verlust kommt, wie geht man damit um? Und in der Facebook-Gruppe hatten dann einige geschrieben, Mensch, Jens, ich leide mit dir mit. Und ich habe dann drunter geschrieben, du, ich leide gar nicht, weil das betrifft mein seelisches Wohlbefinden in keinster Weise. Und warum ist denn das eigentlich so? Also warum gehen diese, warum oder wie schafft man es, dass einem solche Verluste, egal ob das jetzt 500 Euro sind, ob es 5.000 sind, ob es 50.000 sind, das kommt ja immer aufs Konto an, ne? Dass die einem nicht mehr so wehtun. Und da gibt es ja viele, viele Anleitungen. Ihr wisst, es gibt einen sehr, sehr bekannten Spruch. Der ist, glaube ich, gar nicht so sehr bekannt, aber er ist sehr, sehr wahr. Und zwar, der heißt, Gewinnen beginnt im Kopf. Du kannst zwei Trader nehmen, kannst denen die gleiche Strategie geben, die gleichen Märkte. Der eine kann damit sehr erfolgreich werden und der andere kann damit sein ganzes Geld verlieren. Und dann kann es ja nicht an der Strategie liegen, sondern nur an dem einzelnen Trader. Und das ist oftmals die mentale Verfassung, die der Trader halt hat. Und ich will euch etwas zeigen, was ich nutze, damit ich aus Verlusten positiv herausgehe. Wie gesagt, das Ganze gilt jetzt immer nur dann, wenn dieser Verlust natürlich nicht dazu geführt hat, dass du dein Konto an die Wand gefahren hast. Ne? Also wenn das passiert, dann bist du natürlich erstmal mental komplett am Boden und dann sind vielleicht diese kleinen Psychotricks, die ich hier verrate, nicht so das Optimum. Aber selbst dann könntest du das machen, weil wenn du dich dann dafür entscheidest, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen, wird dir das dann auch helfen. Ich bin auf diesen kleinen psychologischen Trick gekommen vor einigen Jahren, und zwar als ich etwas gelesen habe über Flugzeuge. Ein Bekannter irgendwie hatte große Flugangst und dann hat der andere dann immer gesagt, also wir waren so im Gespräch und hatten einen Kumpel gesagt, ja, Flugzeuge sind doch das sicherste auf der Welt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, stimmt denn das überhaupt? Habe das so ein bisschen im Internet nachgeschaut und Tatsache ist es, dass Flugzeuge das sicherste Verkehrsmittel der Welt sind. Also es passieren, wenn man die Passagieranzahl betrachtet, die mit Fahrzeugen unterwegs ist und mit Flugzeugen, ist ein Flugzeug viel, viel sicherer als ein PKW. Aber natürlich sind die Flugzeugabstürze, wenn sie denn passieren, immer viel öffentlichkeitswirksamer und deswegen werden sie auch viel, viel häufiger gezeigt. So, auf meinem Schreibtisch liegen vier Notizhefte. Und eines davon hat genau mit den Flugzeugen zu tun. Und zwar habe ich dann, als ich das dann nachgelesen habe, auch herausgefunden, warum das ist. Und zwar habe ich ein Interview gelesen mit einem Flugingenieur oder mit einem Prüfingenieur, weiß nicht mehr genau, als jemand, der für die Sicherheit verantwortlich war. Und der hat gesagt, naja, Flugzeuge sind deshalb so sicher, weil es in der Passagierflugzeugindustrie, also da jetzt nicht Militärjets, aber selbst da, aber es geht jetzt mal nur um, wo Personen irgendwie mit Flugzeug unterwegs sind, die jetzt nicht militärisch unterwegs sind, zivile Luftfahrt, so heißt es, zivile Luftfahrt. In der zivilen Luftfahrt wird jeder einzelne Unfall wirklich bis ins Detail untersucht. Also da gibt es, das wird untersucht, das wird geteilt, das wird verbreitet, sodass jeder, der sich mit dem Bau, mit der Konstruktion von Flugzeugen beschäftigt, auf diese Erkenntnisse zurückgreifen kann. Und es gab vor vielen, vielen Jahren einmal ein Flugzeug, das kam aus England, und diese Flugzeuge waren ganz toll anzuschauen, sind geflogen und dann gab es Unfälle.
Abstürze, Tote, Abstürze, Tote. Dann hat man die ganze Flotte untersucht, hat gesagt, okay, wir stellen den Flugverkehr ein und wir untersuchen, woran das liegen könnte. Und man hat nichts gefunden. Und dann hat man sie wieder fliegen lassen. Bums, gleich der nächste wieder runter, wieder Tote, war das aus für das Flugzeug. Am Ende kam dann raus, auch woran es gelegen hat. Und zwar hat man dann herausgefunden, dass es an den viereckigen Fenstern lag. Dieses Flugzeug hatte damals noch viereckige Fenster und in den Kanten, in den Ecken oben, hat es feine Haarrisse sich gebildet, die dann über den Flugzeugrumpf gegangen sind und dadurch sind die Maschinen auseinandergebrochen. Deswegen haben alle Flugzeuge heute runde oder ovale Fenster. Derjenige, der das mit den Flugzeugen herausgefunden hat, der hat damals dann gesagt, Mensch, wir bräuchten irgendetwas, wo alles aufgezeichnet wird bei den Abstürzen. Und der hat dann quasi angeregt, diese Blackbox, ne, die man heute noch in jedem Flugzeug hat, diesen Flugschreiber, der nahezu unzerstörbar ist, dass man den entwickelt. Und ihr wisst, wenn heute ein Flugzeug irgendwo abstürzt, was wird als erstes gesucht? Der Flugschreiber. Weil damit hat man halt alle Daten drauf, die dieses Flugzeug betrifft. So, und das ist hier meine Flugschreiber Blackbox, die für mich wichtig ist. Und hier kommt eben jeder Trade rein, der nicht an den normalen Grenzen zurückgekauft werden konnte. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine Option, wie jetzt hier dieser Crude Oil Trade, den musste ich also bei ungefähr 180% zurückkaufen. Und jetzt schreibe ich mir diesen Trade auf und jetzt untersuche ich diesen Trade nochmal. Und zwar, ich gehe einfach nochmal von Beginn bis zum Ende diesen Trade durch. Das heißt, ich schaue mir nochmal an, wann hast du diesen Trade aufgesetzt? Wie waren da die Bedingungen? Waren deine Regeln richtig? Also, hat dein Trend gestimmt? Hat die Positionsgröße zum Konto gepasst? Hat die Positionsgröße zur Volatilität gepasst? Wann hast du adjustiert? Hast du adjustiert und weiter? Ich schreibe mir alle Details nochmal auf und dann finde ich ja etwas heraus. Nämlich, es gibt genau zwei Lösungen. Oder zwei Dinge, die ich hier erkennen kann. Nummer eins, ich habe in diesem Trade alles richtig gemacht. Ich habe in diesem Trade alles richtig gemacht und trotzdem ist da etwas größer der Verlust geworden als geplant. Dann ist es einfach der Markt. Dann kann ich nichts dagegen tun. Dann ist das einfach so und damit muss ich ganz einfach leben. Ist aber auch nicht schlimm. Ne? Dann weiß ich halt, okay, solche Dinge werden immer wieder passieren. Das wird mir noch hunderte von Malen passieren in den nächsten Jahren. Das ist einfach so. Und dann belastet mich das aber emotional nicht, weil ich sage, naja, okay, so ist nun mal. Ich habe mich für dieses Geschäft entschieden. Dann weiß ich, dass das dazu gehört. Und dann muss ich eben einfach damit umgehen. Ne? Das ist wie wenn du sagst, wir hatten das Beispiel schon mal in einem ganz alten Video hier oder ein bisschen länger her, wenn du halt einen Eiskaffee aufmachst, und da musst du einfach damit rechnen, auch mal, dass der Sommer verregnet ist und nicht so viele Leute kommen. Das ist nicht schön, aber das gehört nun mal zum Business dazu. Wenn du in Deutschland einen Eiskaffee aufmachst, dann musst du es halt in Italien aufmachen, wo es eben schon 10.000 andere gibt. Ne? Okay, also das will ich damit sagen. Du findest ja heraus, hast du einen Fehler gemacht oder nicht. So, jetzt haben wir die Situation abgeklärt. Jetzt habe ich keinen Fehler gemacht. Wie ist es denn jetzt, wenn ich herausfinde, ich habe einen Fehler gemacht? Dann hilft mir das natürlich auch, denn das kommt jetzt, wie es in den Flugzeugen ist. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich einen Fehler gemacht habe, was kann ich dann machen? Ich kann beim nächsten Mal es besser machen. Ich werde mich daran erinnern, weil ich es ausgewertet habe, weil ich es aufgeschrieben habe. Also wenn ich zum Beispiel sage, machen wir ein Beispiel, ich hätte jetzt bei einer ganz, ganz niedrigen Volatilität eine sehr große Position verkauft, ne? Dann wüsste ich, okay, das war dein Fehler, das darfst du definitiv nicht nochmal machen. Also werde ich meine Checklisten, die ich entweder mental führe oder sogar aufgeschrieben habe, werde ich eben diesen Punkt aufnehmen, kontrolliere, dass deine Volatilität oder dass deine Positionsgröße zur Volatilität passt. Denke an diesen Trade dann und dann. Dann kann ich mir immer das hernehmen, kann sagen, hier, lies nochmal nach, was damals passiert ist. Ja? Und ich habe ja vorhin gesagt, selbst wenn euer Konto ausgelöscht worden wäre, ich habe ja auch mal einen sehr großen Verlust gehabt, viele, viele Jahre her, kein Konto ausgelöscht, aber dann habe ich schon, glaube ich, mal so 10-12% vom Konto verloren mit einem Trade, dann habe ich mir das auch aufgeschrieben. Und ich habe mir zum Beispiel damals eine Regel aufgestellt, niemals gegen den übergeordneten Trend zu handeln und die Position immer weiter zu rollen. Und deswegen alles gut. Ne? Deswegen habe ich das nie wieder gemacht. Dieser Fehler ist ausgemerzt, werden andere Fehler passieren, definitiv, aber der halt nicht mehr. Und deswegen hilft es, so ein Blackbox-Flugschreiber, wie auch immer ihr das nennen wollt, Buch zu führen. Und ich bin auch der Meinung, es hilft extrem, wenn ihr es aufschreibt. Wenn ihr also nicht nur
das Ganze mental euch durchdenkt, sondern wenn ihr es aufschreibt, weil alles, was man aufgeschrieben hat, ist aus dem Kopf raus. Man kann es nochmal nachlesen, man kann auch mal ein Jahr später sagen, Mensch, wie war denn das damals? Ist auch übrigens ganz interessant, wenn man sich dieses Büchlein mal durchliest und sagt, das ist mein zweites jetzt übrigens schon, gerade neu angefangen ist. Und wenn man dann sagt, okay, ich gucke mir meine Fehler einfach nochmal an. Ne? Okay, das war's für heute. Ich bin gespannt, ob ihr auch solche Hilfsmittel nutzt, ob ihr auch eure Fehler oder Verluste so auswertet, weil die meisten konzentrieren sich darauf, irgendwelche Statistiken zu machen. Ne? Das ist schön. Bringt euch das auch was? Meiner Meinung nach nicht sehr, sehr viel. Hilft auch, aber es ist nicht das, wo ihr am meisten daraus lernt. Aus Verlusten, aus Fehlern. Da lernen wir was, die richtig auszuwerten. Da hilft so ein Büchlein. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.